Vor 7 Wochen hat einer unserer Gäste hier am ersten philosophischen Stammtisch das Buch «Catching Capital» von Peter Dietsch empfohlen. Eine philosophische Analyse der Offshore-Geschäfte. Niemand von uns hätte damals gedacht, dass dieser Titel über Nacht dermaßen aktuell werden würde. Die Panama Papers haben gezeigt, dass eine Grundsatzdiskussion über Steuerwettbewerb dringend nötig ist. Und genau die wollen wir heute liefern an unserem zweiten philosophischen Stammtisch. Herzlich willkommen. Neben den Panama Papers steht auch die Affäre Böhmermann auf dem Programm und die Frage, wie mit Satire heute Politik gemacht wird. Unsere Stammgäste sind wiederum Catherine Newmark aus Berlin, Philosophin und Kulturjournalistin. Und hier ist auch wieder unser Stammgast Konrad Paul Liessmann, Professor für Philosophie von der Universität Wien. Mit am Tisch sitzt heute auch Mirjam Ronzoni, die an der Universität Manchester politische Philosophie lehrt und zu Fragen der globalen Gerechtigkeit und zum Steuerwettbewerb arbeitet. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ja, beginnen wir also mit den Panama Papers. Ein Netzwerk von Journalisten hat Daten von 214.000 Briefkastenfirmen in Panama veröffentlicht. Zu den Profiteuren zählen auch Staats- und Regierungschefs, Politiker und Spitzensportler. Frau Ronzoni, Sie beschäftigen sich mit Fragen der Ethik im Zusammenhang mit Steuerwettbewerb. 214.000 Briefkastenfirma, geleitet von einer einzigen Agentur aus. Erstaunt Sie die Zahl? Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal, ich entschuldige mich im Voraus für die Grammatikfehler und für den Akzent, womit ich euch heute amüsieren werde. Ich bin ursprünglich Italienerin. Nein, das Ausmaß überrascht mich nicht. Es gibt viele Forscher, vor allem Gabriel Zucman aus Berkeley, die seit Jahren versuchen zu rechnen. Selbstverständlich ist es sehr kompliziert, weil es keine öffentlichen Ressourcen gibt. Das ist genau das Problem. Die versuchen zu rechnen, wie viel Geld eigentlich in Steueroasen steckt und wie viel Geld dadurch Steuerämter verlieren. Und es ist ziemlich klar, es ist ein massives Phänomen. Deswegen überrascht es mich eigentlich nicht. Viele Beobachter würden davon überrascht, wie wenig die Situation sich geändert hat. Nach dem Finanzkriege gab es viele Versuche, das Thema offensiv ranzugehen und auch viele bilaterale und multilaterale Übereinkommen. Und trotzdem hat sich nicht so viel verändert. Catherine Newmark, es hat sich nicht viel geändert, haben Sie gesagt. Was sich auch nicht verändert hat, ist, dass die Sache noch nicht jetzt wirklich illegal geworden ist. Und tatsächlich haben ja viele darauf hingewiesen, Offshore-Geschäfte sind nach wie vor in vielen Bereichen legal, aber trotzdem vielleicht nicht legitim. Viele haben gesagt, nein, natürlich ist es trotzdem unmoralisch. Wie sehen Sie das? Ja, also zumal, ich finde auch, man muss diesen Unterschied gut ziehen und man kann sagen, also ich glaube, Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass man in dem Staat, in dem man lebt, keine Steuern oder zu wenig Steuern bezahlt, also dessen Infrastruktur man nutzt, sich also sozusagen entsolidarisiert mit der Gesellschaft, der man angehört, die halte ich nicht für legitim. Und es ist dann eher ein Problem der Gesetzeslage, dass sie immer noch legal sind. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und dann muss man ja auch sagen, dass das schwankt sehr an den Angaben. Also manche Banker sagen, ja, es mag einzelne schwarze Schafe geben, aber das Gros ist natürlich völlig legitimes Geschäftsgebaren. Aber es hat mir noch keiner so richtig viel und gut erklären können, welche wirklich legitimen, legalen Zwecke solche Briefkastenfirmen erfüllen können, solche Schlupflöcher, außer wirklich den Zweck der Steuerhinterziehung. Also es gibt da, scheint mir, jetzt nicht so viele Alternativen, wozu die wirklich genutzt werden können. Darauf werden wir bestimmt noch kommen. Herr Liessmann, was ja auffällt, ist, dass auch oft jetzt gesagt wird, na ja, es ist wieder typisch, der kleine, brave Mann zahlt seine Steuern, der Reiche umgeht sie. Ist es wirklich so einfach? Man wäre fast geneigt zu sagen, ja. Manche Dinge sind eben so einfach. Wer die Möglichkeiten hat, Steuern zu hinterziehen, wird diese Möglichkeiten nutzen. Wenn es legale Möglichkeiten sind, umso lieber, weil man ja keine Strafen zu erwarten hat. Wer sehr viel Geld zur Verfügung hat, wer sehr reich ist, wird durch eine Steuerhinterziehung ja überproportional profitieren. Der kleine Mann, von dem die Rede ist, mit einem mittleren Einkommen, auch wenn er das eine oder andere nicht angibt, was die meisten wahrscheinlich tun, die Möglichkeit dazu haben, oder auch wenn er seine Haushaltshilfe illegal beschäftigt, was die meisten tun, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, hinterzieht er gewisserweise auch Steuern, verhält sich auch unkorrekt. Aber er hat keine Möglichkeit, weder
weder aufgrund seines Einkommens noch aufgrund der Gesetzeslage, in der er sich befindet, im großen Stil das zu machen. Es gibt ja Länder wie Österreich, wo den Einkommen von Arbeitern und Angestellten die Steuer ohnehin gleich von Staats wegen abgezogen wird. Die Frage, ist er brav oder nicht brav, stellt sich gar nicht. Er hat keine Möglichkeit, böse zu sein. Wer die Möglichkeit hat, böse zu sein, ist es auch. Wer mal ein bisschen Nietzsche gelesen hat, kann doch alle diese Dinge überhaupt nicht überrascht sein. Ja, genau. Ich glaube, was Herr Liesmann gerade gesagt hat, stützt genau an den wichtigen Punkt. Nämlich, es ist, also wir tendieren vielleicht dazu, an Panama Papers in eine gewisse Art und Weise ranzugehen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt die richtige ist. Nämlich, haben diese Individuen oder diese individuellen Konzerne etwas moralisch Falsches gemacht? Ne? Damit meine ich nicht, dass die Frage der Legitimität nicht unbedingt wichtig ist. Sie ist wichtig, aber ich würde sagen, es ist ein strukturelles Problem. Deswegen die Frage am Anfang, das Ausmaß, das ist für mich wichtig, weil Ausmaß macht einen Unterschied. Also Quantität kann zu einem qualitativen Problem ist. Also für mich ist das Problem nicht, diese Menschen und diese Konzerne haben was moralisch Falsches gemacht, sondern wie viele von diesen Individuen und Konzernen das machen und was für strukturelle Probleme das verursacht, was für strukturelle Anreize das verursacht. Selbstverständlich, dass Ungleichheiten zwischen reichen Menschen und normalen Steuerzähler noch wachsen, aber auch andere Faktoren, dass zum Beispiel Länder gezwungen sind, ihre Steuerstruktur radikal umzuwandeln. Da sind wir ja eigentlich genau bei der Kernfrage, was eigentlich ungerecht ist daran. Genau. Weil natürlich profitieren Staaten ja auch davon. Also ich möchte auch darauf hinweisen, die Schweiz hat gemäß Schätzungen 49.000 Briefkastenfirmen. Naja, es gibt natürlich auch Befürworter und Profiteure dieses Systems. Was genau ist ungerecht daran, Frau Ronzoni? Also ich glaube, es gibt zwei Art und Weise, das Problem ranzugehen. Und ich teile beide, aber ich glaube, eins ist noch erfolgreicher, weil es eigentlich ein breiteres Publikum anziehen könnte. Es gibt diejenigen, die sagen, Steuerwettbewerb und diese große Mobilität von Kapital eigentlich verursacht große Ungleichheiten, eigentlich auch zwischen Ländern. Ne? So Entwicklungsländer eigentlich werden viel deutlicher geschadet von Steuerwettbewerb als reichere Länder. Das ist eine Billion Euro pro Jahr, genau. Achtmal so viel wie die offizielle Entwicklungshilfe, die fließt ab. Genau, genau. Und auch innerhalb von Ländern aber wachsen auch Ungleichheiten, weil reiche Menschen das machen können und andere nicht. Aber auch, weil Steuerstrukturen sich ändern, um das Problem ein bisschen zu lösen und trotzdem irgendwie genug Geld zu sammeln. Arbeit wird mehr versteuert als Kapital, Konsum mehr als Einkommen. Und manche würde sagen, das ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass Gleichheiten wachsen. Ich finde, das ist richtig, aber ich finde, es ist noch ein grundsätzlicheres Problem. Und das grundsätzlichere Problem ist, Länder haben keinen Spielraum. Sie können nicht mehr frei entscheiden, was für ein Steuersystem sie haben wollen. Und das ist für mich ein demokratisches Problem. Warum können Sie das nicht mehr frei entscheiden? Man würde ja eigentlich sagen, das ist eben in der Souveränität eines Staates, selber über die Steuerquote zu entscheiden. Ja, das öffnet vielleicht das Thema, was wir unter Souveränität verstehen. Ne? Und ich teile es genauso wie Sie. So Souveränität heißt, so Steuersätze zu entscheiden, aber wie zu entscheiden. Zu entscheiden nach einer Art und Weise, die eigentlich so eine Reaktion auf interne Bedürfnisse und demokratische Präferenzen antwortet oder auf eine Art und Weise, die eigentlich mehr ein Ergebnis von externer Druck ist. Das ist für mich die entscheidende Geschichte. Es wäre dann sozusagen die Frage, ob ein Staat sich so verhält wie ein Business, also wie in Wirtschaft sozusagen in einem Wettbewerb von anderen Anbietern kann er die tiefsten Steuern anbieten oder ob man einen Staat eher sozusagen so etwas wie ein Gebilde, das eigener und möglichst demokratisch verfasster Natur betrifft, was sozusagen sehr auf die internen Bedürfnisse eingeht. Also das sind natürlich auch einfach zwei unterschiedliche Perspektiven. Also ich meine, welche ist die richtige? Ich glaube, Sie haben natürlich, spielen beide. Ich finde das ja, ich finde diese strukturelle Perspektive sehr interessant, weil wir tatsächlich ja sehr dazu tendieren, dass von dem Individuum, das eben böse ist, also amoralisch. Und wenn es kann, dann wird es auch amoralisch handeln zum eigenen Vorteil. Also so wird die Debatte ja sehr oft geführt. Und ich finde natürlich diese Strukturdebatte, die ist genau sozusagen das Interessante daran, weil es sozusagen diese, es zeigt eben, unter welche Sachzwänge Staaten geraten können. Aber gleichzeitig kann man nicht auch sagen, dass kein Staat wirklich gezwungen ist,
das Finanzgeschäft und das Geschäft mit tiefen Steuern zu seinem Geschäftsmodell zu machen? Könnte man ja auch sagen. Das würde ja auch in der Souveränität von Staaten liegen. Herr Liesmann. Ja, ich denke, wir haben hier eine ganze Reihe von Problemen. Die einen sind tatsächlich, sagen wir, politisch-ökonomisch-juristischer Natur und hängen auch damit zusammen etwa, dass wir schon einen Widerspruch haben auf der einen Seite zwischen unserer Konzeption des souveränen Staates, den wir uns gleichsam im nahezu fichteanischen Sinne als geschlossenen Handelsstaat vorstellen und auf der anderen Seite der von uns ja auch sehr stark propagierten und befürworteten Globalisierung. Ja? Ja. Das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht sozusagen das Finanzkapital global zigtausendmal am Tag um den Erdball jagen und das euphorisch feiern und dann Tränen drüber vergießen, dass die Nationalstaaten in ihrer Begrenztheit das plötzlich keinen Zugriff mehr auf dieses Kapital haben. Das wollten wir ja so. Wir haben ja sozusagen permanent sozusagen diese nationalstaatlichen Souveränitäten, wir jetzt im Sinne jetzt derjenigen, die sozusagen Bekenntnisse zur Globalisierung seit 20 Jahren abgeben. Sie das sind viele. Das sind viele. Da kann man nur diskutieren. Ich wollte nur sagen, als demokratische Stimmbürger wollte das nicht. Ja. Die Frage ist, wer das eigentlich verbrochen hat, diesen Zustand. Ja. Naja, aber sagen wir also, die Globalisierung der Finanzmärkte waren ja auch politische Entscheidungen, die von demokratisch legitimierten Regierungen getroffen worden sind. So war es ja nicht. Ja. Und dass jetzt sozusagen es nicht möglich ist, bestimmte Finanzplätze trocken zu legen, die wirklich am Rande oder jenseits der Legalität sich befinden, ist auch Entscheidungen von demokratisch legitimierten Regierungen in London oder anderswo. Aber das ist der eine Punkt. Ich denke, das ist aber ein struktureller Widerspruch. Es hat schon auch mit der Funktion des Staates zu tun. Der andere philosophische Punkt, über den ich gerne ein bisschen diskutieren auch würde, die philosophische Frage ist ja immer sozusagen die grundsätzliche. Was sind Steuern überhaupt? Ja? Und wozu? Die Frage stellt sich ja zunehmend. Ja? Also, Sie würden gerne gar keine Steuern bezahlen, Herr Liesmann. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, zahlt ja niemand gern Steuern. Ja? Denn im Grunde heißt das, und so, dass man... Nicht nur ich, aber es gibt auch ziemlich solide sozialwissenschaftliche Forschung, die zeigt, es gibt Länder, wo Leute wirklich gerne Steuern zahlen, unproblematisch. Darauf wollte ich raus. Ja, also die Beispiele sind die üblichen Verdächtigen, nämlich skandinavische Länder. Ja. Aber zum Beispiel Bo Rothstein, ein Politikwissenschaftler aus Schweden, hat gezeigt, wenn Leute wirklich ziemlich klar sehen, wofür Steuern gezahlt werden. Das ist der Punkt, auf den wollte ich raus. Aber genau. Das sehen wir doch jeden Tag. Also wenn man in einem einigermaßen sicheren europäischen Land lebt, wo der öffentliche Nahverkehr einigermaßen gut funktioniert, die Straßen einigermaßen sauber sind, da sieht man doch jeden Tag, wofür die Steuern, die man zahlt, sind. Ich lebe ja als Schweizerin nun jetzt schon länger in Deutschland, da wird man ja auch mit Sozialleistungen überschüttet, etwa wenn man Kinder bekommt. Ich sehe sehr genau, wofür die sind, die Steuern, die ich zahle. Und ich finde sie auch relativ hoch, das ist in Deutschland leider so, aber ich sehe auch, wo sie wieder rumkommt. Sehen also, Sie es nicht in Österreich, Herr Liesmann? Natürlich, ja. Man muss auch unterscheiden. Man kann ja etwas einsehen, das vernünftig ist, gerade weil man eben in einer Gesellschaft leben will, in der bestimmte Dinge funktionieren, in der öffentliche Leistungen angeboten werden, in der ein Sozialstaat existiert. Und man weiß natürlich, dass man jetzt dazu seinen Beitrag leisten soll. Das bedeutet ja nicht, dass man das gerne macht. Denn natürlich bedeutet das auf der anderen Seite, dass ein Teil des Einkommens, den man sich ja erarbeitet hat, den man verdient hat, den muss man mal abgeben. Aufpassen, jetzt Folgendes. Das große Problem, warum wir auch sozusagen hier moralisch sensibel reagieren auf diese Geschichten der Panama Papers und der Briefkastenfirmen, besteht ja genau darin, dass wir zunehmend das Gefühl haben, dass diejenigen, die sozusagen im mittleren Einkommensbereich sind und keine Möglichkeiten kreativer Steuervermeidung haben, dass die immer mehr diese Lasten zu tragen haben, die sozusagen auf der anderen Seite von den sich in wenigen Händen konzentrierenden Vermögen sozusagen überhaupt nicht mehr tangiert werden. Und ich glaube, das verschafft dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, Sie haben es ja aufgeworfen, warum wird Arbeit so hoch besteuert, warum wird Vermögen so niedrig besteuert? Warum hat man es in Europa noch immer nicht geschafft, was ganz Vernünftiges im untersten Promillebereich einzurichten, nämlich eine Finanztransaktionssteuer? Woher sozusagen diese Tendenz, sozusagen nur bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Formen von Produktivität hoch zu besteuern und eine andere gleichsam außen vor zu lassen?
Also ich wollte zwei Punkte machen. Ich glaube, wir haben das Thema Souveränität ein bisschen zu schnell zur Seite gelassen. Und ich wollte zwei Beispiele machen. Die EU am Anfang und das Bretton Woods-Übereinkommen. Ja. Und ich glaube, in beiden Fällen ging es darum, ja, auch Märkte zu öffnen und sanfter zu machen, aber nicht als höchste Priorität, sondern instrumentell. Genauso viel wie öffnen, wie es eigentlich die Problemlösungsfähigkeit von verschiedenen Demokratien hilft. Also das wäre sozusagen die Korrektur dessen, dass Fiskalflüsse einfach auch globalisiert wurden, sondern man hat natürlich diese Bretton Woods-Instrumente geschaffen, um ein bisschen zu regulieren. Genau, und in der EU ging es nicht genau um die gleichen Sachen. Selbstverständlich, Kapitalsverkehrskontrolle waren nicht die hohe Priorität da. Aber da, also auch der gemeinsame Markt war instrumentell gesehen und nicht als intrinsische Zwecke. Also die Idee war, wir kommen zusammen und wir schaffen auch Regeln, die uns ein bisschen zwingen, aber also damit wir innerhalb von diesen Regeln eigentlich mehr konkrete Freiheit haben, eigentlich mehr Spielraum. Und ich glaube, diese Mentalität haben wir ein bisschen zu schnell hinter uns gelassen. Und vielleicht ist es wirklich Zeit, wieder zu denken, Regulierung ist wirklich nicht nur eine Last, aber wie können wir das wieder attraktiv machen? Lassen Sie mich noch einen Punkt einfügen. Interessant ist ja, dass gerade die Schweiz einen Steuerwettbewerb auch kennt zwischen den Kantonen. Mhm. Und es gibt natürlich einen großen Streit darüber, ob das ein sinnvolles Instrument ist oder nicht. Aber die Befürworter sagen immer, naja, das dient natürlich dazu, zu regulieren, dass die Staatskasse da nicht mit Geld um sich wirft. Also das ist im Grunde genommen ein probates Mittel, um Staatskosten niedrig zu halten. Was sagen Sie dazu? Kann Steuerwettbewerb nicht auch dazu dienen, dafür zu sorgen, dass der Staatshaushalt irgendwie da nicht zu ausgabefreudig wird? Aber also, wie funktioniert denn das Argument? Warum würde der Steuerwettbewerb das verhindern, dass der Staatshaushalt, also wenn man sozusagen die Staatseinnahmen einfach tief hält? Weil der einzelne Kanton weiß, der Nachbarkanton verlangt weniger Steuern. Weil er zum Beispiel effizienter arbeitet, kann er das tun. Also bin ich selber gezwungen, effizient zu arbeiten und niedrigen Steuersatz anzubieten. Also Leute, die sich damit beschäftigen, machen normalerweise eine Unterscheidung zwischen schädlichem Steuerwettbewerb und normalem Steuerwettbewerb. Zum Beispiel, es gibt auch eine Art Steuerwettbewerb, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben heute und die eigentlich zu den Panama Leaks nicht gehört. Und das ist Steuerwettbewerb, der nicht nur völlig legal ist, aber die meisten würden sagen, auch völlig legitim. Nämlich nicht Briefkastenfirmen ins Land zu locken, sondern richtige, echte Investitionen. Entschuldigung. Ich glaube, selbst diese Art Steuerwettbewerb sollte man vermutlich unter Umständen ein bisschen zu verlangsamen. Nicht zu blockieren, aber zu verlangsamen. Aber das Thema ist, keiner ist gegen Wettbewerb, Punkt. Und keiner ist auch nicht unbedingt gegen Steuerwettbewerb, Punkt. Aber eben, ich würde zurück zu dem Slogan gehen, Quantität schafft irgendwann qualitative Probleme. Wenn es zu viel, zu schnell und dazu führt, dass Kapital einfach die Macht hat, Staaten und öffentliche Bevölkerungen und demokratische Bevölkerung unter Druck zu setzen, dann muss etwas dagegen gemacht werden. Nicht um Steuerwettbewerb ganz zu schließen, aber einfach mehr Gleichgewicht zu schaffen. Und es ist ja die Frage, was tut man dagegen? Sie verlangen mehr Regulierung, Frau Ronzoni. Sie haben das auch in einem Interview zum Ausdruck gebracht, dass Sie SRF Kultur im Vorfeld gegeben haben. Es gibt unterschiedliche Ideen, wie man regulieren könnte. Interessant ist aber, überstaatliche Vorstellungen dessen, wie wir da gerecht miteinander wirtschaften könnten, die haben ja gerade irgendwie schlechte Karten. Überhaupt überstaatliches Denken, das haben Sie, Herr Liesmann, auch gesagt. Wir stehen vor einem drohenden Brexit, darüber wird zurzeit auch heiß diskutiert und man kriegt den Eindruck, die Staaten raufen sich im Moment nicht gerade sehr erfolgreich zusammen. Also eigentlich ein bisschen ein Vorschlag zur Unzeit. Ja, ist es denn aber nicht auch einfach so, dass wir generell auf jeder Ebene, auf der EU-Ebene sowie auch auf der globalen Ebene, das sehen, dass wir sozusagen Globalisierung, Internationalisierung befürwortet haben, aber dass eben die Wirtschaft da sehr viel schneller war als die Politik und die Politik jetzt in dem Maße im Hintertreffen ist und eigentlich da einfach nicht mithalten kann und natürlich auch einfach nicht mit der Ausstattung unterwegs ist. Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich einfach sehr viel schneller verändert als die politischen. Die politische ist ja umgekehrt, dass wir jetzt wieder unglaublich nationalstaatlich anfangen zu denken. Gerade im Zuge der Flüchtlingskrise kann man das ja auch wieder sehen. Also dass es sozusagen ein Kokonieren gibt, auch diese Art von Rechtspopulismus. Und da sehe ich ja schon einen Widerspruch darin, dass wir
gleichzeitig wirtschaftstheoretisch diese sehr starke Globalisierung befürworten und aber mit unserer Politik überhaupt nicht da hinterher sind. Also ich, das ist sozusagen eigentlich das Problem, was sich in diesen Panama Papers ja eigentlich letztlich ausdrückt. Sehen Sie, hinkt die Politik hintendrein? Ja, es gibt ganz sicher Ungleichzeitigkeiten, ja, und sozusagen asynchrone Geschwindigkeiten in diesen Feldern von Politik, Wirtschaft und Soziales. Wir haben sozusagen internationale Finanzwirtschaft und Kapitalverkehrsströme, die relativ großzügig und frei sind und sehr schnell geschehen können. Aber auch innerhalb Europas, innerhalb der EU, sind die sozialstaatlichen Regeln, die steuerrechtlichen Regeln sind nach wie vor eher national bestimmt. Wir haben kein europäisches Steuerrecht, wir haben kein europäisches Sozialrecht. Deswegen kann auch zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage die Frage, welche Sozialleistungen kann ein Staat bieten, auch zu solch einem Wettbewerb auf einer anderen Ebene führen. Der Punkt ist doch, aber, dass wir uns als Gesellschaften, gesellschaftlicher immer noch in diesen Nationalstaaten denken. Ja. Also auch in der Solidarität. Das ist richtig. Der Punkt ist, wir denken nicht nur, denken tun wir es vielleicht gar nicht so sehr, sondern in der Realität leben wir. Denn deswegen können wir ja auch sagen, wenn die einen ihre Steuern hinterziehen oder nicht zahlen können, weil sie eine Briefkastenfirma in Panama oder in Delaware oder sonst wo haben, ja, aber die anderen, die hier leben, hier sozialbedürftig sind, hier Beihilfe brauchen, von jenen, die hier arbeiten, denen einfach die Steuer abgezogen wird, dann entsteht genau diese Form von Asynchronizität. Das heißt, die Gemeinschaft, nur ein Satz noch, die Gemeinschaft, deren Solidarität eine Steuer ethisch plausibel erscheinen lässt, ist eben keine Weltgemeinschaft, noch nicht. Ja? Lassen Sie mich hier auf einen Punkt hinweisen. Sie, Frau Ronzoni, haben in Ihrem Interview gesagt, Sie glauben, wir brauchen so etwas wie eine transnationale politische Lösung. Und Teil dieses Formates ist ja immer auch, dass Zuschauerinnen und Zuschauer uns Fragen stellen können, uns ihre Ideen schicken. Und ich möchte hier eine Frage einbringen. Der Zuschauer Jan Steinmann fragt nämlich genau zu diesem Punkt, wie genau stellen Sie sich, Frau Ronzoni, die Mobilisierung eines politischen Willens vor? Durch die wahrgenommene Verantwortung der Intellektuellen oder durch die Gründung einer Bewegung wie Occupy? Genau, ich glaube, das ist genau der wichtigste Punkt. Und es gibt einen eigentlich ziemlich klaren Zusammenhang mit den letzten zwei Interventionen. Nämlich, ich glaube, ich stimme zu, Globalisierung und ist schneller gewesen als politische Integration. Aber bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, die andere Seite der Geschichte ist, es gibt eigentlich transnationale und supranationale Politisierung, aber in Anführungsstrichen der falschen Art und Weise. Also es gibt globale und supranationale Regeln, aber die ganz klare bestimmte Interesse dienen und die demokratisch nicht so kontrollierbar sind. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, also wie die internationale Handlungsorganisation oder auch wie die EU mit der Krise in den letzten 5 oder 6 Jahren umgegangen sind. Ne? Nicht nur Frage gegen des Zuschauers. Was ja, die Frage des Zuschauers ist, also Henrik Müller hat neulich im Spiegel geschrieben, es ist ein Desaster, wir leben in einer Zeit des Nationalismus und eigentlich brauchen wir globale Lösung. Stimmt, wir brauchen globale Lösung, aber wir brauchen globale Lösung, die eigentlich von unten kommen, die eigentlich demokratisches Input haben. Also für mich die einzige Lösung, und ich bin da nicht optimistisch, ich glaube nicht, das wird morgen passieren, aber die einzige Lösung ist genau eine transnationale Bewegung. Also es reicht nicht, dass ein Land einfach das Beispiel nimmt, aber gleichzeitig kann es nicht von oben kommen. Es ist keine Frage von ideale Policies, ideale Politikmaßnahmen, die von Experten also von umgesetzt unten werden. Die Occupy. Von unten, aber auch transnational. Es muss also genug Druck in einem genügenden Anzahl von Ländern geben, um wirklich Druck auf bestimmte transnationale Lösungen, die eigentlich Demokratie für alle ein bisschen gleicher machen und nicht unbedingt nochmal Marktwirtschaft sanfter machen und die aber aus diesem transnationalen Druck kommt. Ich sage es nicht, es wird morgen passieren, aber für mich gibt es keine andere Lösung. Und was wäre die Vorstellung, dass ein Staat sozusagen eine Vorbildfunktion übernimmt? Also in der Schweiz ist gerade eigentlich das Gegenteil diskutiert worden. Der Bundesrat Ueli Maurer hat gesagt, die Schweiz soll jetzt nicht vorpreschen und sich nicht als Obermoralisierer der Welt aufspielen. Das ist ja ein ähnlicher Vorwurf, eigentlich, den man Angela Merkel macht. Jetzt in der Flüchtlingskrise hat man auch gesagt, Moralisiererin und moralinsaure Päpstin und so weiter.
Was ist denn die Rolle eines Staates? Gibt es sowas wie die Vorbildfunktion eines Staates? Also ich halte Staaten nicht für moralische Instanzen. Wirklich nicht. Also da halte ich sie lieber mit Thomas Hobbes. Staaten sind Institutionen, die ganz bestimmtes Konfliktlösungspotenzial bereitstellen sollen, die Sicherheit garantieren sollen, die Rahmenbedingungen garantieren sollen, die sozusagen individuelle Entfaltungsmöglichkeiten bieten, die auch, wenn irgendwie möglich, dazu da sind, Kriege zu vermeiden. Aber das ist jetzt sozusagen jetzt nicht in dem Sinne eine moralische Instanz, sondern es entspricht sozusagen ganz den Interessen von Menschen oder bestimmten Gruppierungen. Aber was natürlich schon sehr möglich ist, ja, und das würde ich sozusagen als Ergänzung sagen zu dem, was Sie gesagt haben, was durchaus möglich ist, dass Staaten sagen, es liegt einfach in unserem Interesse. Ja? Zum Beispiel, weil wir eben ein Interesse daran haben, sozialstaatliche Einrichtungen zu finanzieren, weil wir ein Interesse daran haben, sozusagen eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, liegt es im unteren Interesse, dass eben nicht gewaltige Summen von Geldern, die in diesem Staat erwirtschaftet worden sind, hier nicht versteuern sind, sondern jemanden anderen zugutekommen. Und es gibt ja auch die Theorie, dass wirtschaftlich starke und politisch starke Staaten, wie etwa die Bundesrepublik Deutschland, durchaus Druck machen kann auf solche kleinen Staaten. Im positiven, hier, aber auch im negativen Sinn. Man genau, kennt richtig. Das, ja. Ja. Das heißt, es gäbe schon auch sozusagen international politische Möglichkeiten, hier zu einer Gesetzgebung zu kommen, die diese Form globaler Steuervermeidung, ich sage nicht Hinterziehung, weil das wäre dann schon kriminell, aber globaler Steuervermeidung also zumindest ein bisschen einbremst. Es kommt ja schon noch etwas dazu, weil Sie zu Recht gesagt haben, die internationale Dimension betrifft, ja, dass gerade aus den Entwicklungsländern also unvorstellbare große Summen, die dort versteuert werden müssten, dort nicht versteuern werden, aber die europäischen Staaten mit der besteuerten Arbeit, die hier sozusagen geleistet wird, dann sozusagen versuchen, das zu kompensieren, indem sie Entwicklungshilfe leisten. Und da wird es irgendwann einmal wird das grotesk. Achtmal mehr, ja? Was abfließt, das war die genau. Zahl, die wir vorhin genannt also haben. Also doppelt fließt genau. Hier ab. Ja? Ich wollte noch mal zu dieser staatlichen Vorbildfunktion. Also ich glaube auch nicht, dass Staaten per se Vorbilder sind. Das sind vielleicht eher so einzelne Akteure innerhalb von Staaten. Also bei Frau Merkel war es ja auch irgendwie Frau Merkel, die sozusagen geliebt und gehasst wurde, für wie sie die Flüchtlingskrise zunächst mal bewältigt hat. Aber ich glaube, dass tatsächlich, also die Frage, die wir vielleicht noch gar nicht so ganz klar gefasst haben, ist ja letztlich, und die geht auch in die Richtung Vorbild, ist, was für ein Verhältnis denken wir uns eigentlich zwischen Individuum und Staat? Richtig, ja. Also ist der Staat sozusagen das gegen das ich bin? Also sozusagen diese ganz alte Obrigkeit, staatliche Linie, dass man denkt, der Staat ist im Prinzip der mich deckelt, soweit ich mich dem entziehen kann, umso besser ist es. Also so eine liberale Antithese zu sozusagen absolutistischen, monarchischen Staaten. Oder ist der Staat eben nichts anderes als die Gemeinschaft? Also der Staat ist ein total abstrakter Begriff, wenn man natürlich, ich finde auch bei den Steuern, muss man doch eher denken, was sind wir für eine Gesellschaft? Also wir zahlen, das ist ja so eine Solidargemeinschaft, das ist wie bei Versicherungen, ich zahle was ein, ich bekomme was zurück. Und wenn man sich sozusagen als Gemeinschaft, als politische Zivilgesellschaft begreift, und da glaube ich schon, dass man durchaus auch auf nationaler Ebene sinnvolle Regelungen machen kann und die natürlich hoffentlich sozusagen als Modellfall dann auch in gewisser Weise globalisieren kann, sei das jetzt mit Druck, aber letztlich geht es schon darum, begreife ich mich als Teil dieses Staates. Wenn man mal in die Tiefe bohrt, bei allen Fragen philosophisch, dann kommt man zu den ganz grundsätzlichen Sachen, warum überhaupt Steuern, was ist eigentlich ein Staat? Eine ganz kurze Antwort von Ihnen noch, Frau Ronzoni, was ist der Staat? Ja, also ich glaube für mich, was wirklich wichtig ist, was sowas angeht, ist auch was Staat, also die Beziehung zwischen Staat und Individuen ist nicht immer das Gleiche. Und hier könnten wir uns ewig unterhalten. Aber wenn wir wirklich etwas über dieses Thema sagen wollen, ist, wir dürfen nicht unterschätzen, repräsentative Demokratien waren nie perfekt. Aber heutzutage sind sie wirklich in keinem gesunden Zustand. Also auch in liberalen Demokratien sind normale Menschen, normale Steuerzähler nicht in der Lage, so wirklich ihre Institutionen unter demokratischen Kontrolle zu haben. Und am Anfang habe ich gesagt, wir müssen nicht so viel auf individuelle Handlungen von diesen Menschen, die Geld in Steueroasen haben. Ne? Aber die gleichen Menschen, die das machen, sind auch die gleichen Menschen, die überwiegend Macht haben, das zu verursachen, dass die Regeln sich nicht ändern. Also das also ist entscheidend. Ein individualethisches Problem. Also nicht, aber als politische Akteure. Und deswegen ist es für mich vernünftiger zu sagen, der Druck muss von unten kommen. Also wir müssen nicht unbedingt denken, dass die Interesse oder die Agenda von Staaten im Moment, die unbedingt so klar die Agenda von ihren Bürgern ist.
Das nehme ich als Schlusswort zu diesem ersten Teil. Kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, nämlich zur Affäre Böhmermann. Das Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan, das der deutsche Kabarettist Jan Böhmermann im ZDF vorgetragen hat, hat sich in Deutschland ja mittlerweile zur Staatsaffäre ausgeweitet. Für Kontroversen sorgte insbesondere, dass Kanzlerin Angela Merkel die deutsche Justiz letzte Woche ermächtigt hat, gegen Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten zu ermitteln. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen. Sie lässt es zu, das Strafverfahren gegen ihn, Jan Böhmermann, Satiriker und TV-Moderator. Der Grund, dieses Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan. Sack doof, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Nur Erdogan lachte nicht, er tobte, verlangte von Merkel, den Satiriker zu bestrafen. Eine Forderung, die in Deutschland in Zeiten des Flüchtlingsabkommens ein politisches Erdbeben auslöste. Merkel verteidigt ihre Haltung, die Regierung sei nicht vor Erdogan eingeknickt. Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften und Gerichten. Das Persönlichkeitsrecht und andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen. Dennoch, den umstrittenen Gesetzesartikel der Majestätsbeleidigung will die Kanzlerin abschaffen. Frau Ronzoni, hat Merkel das Richtige getan? Ich würde sagen, ja. Und ich finde es sehr amüsierend, dass ich jetzt öffentlich Merkel verteidigen werde. Also ich bin eigentlich Merkel sonst sehr kritisch gegenüber. Ihre EU-Politik, selbst was sie jahrelang über die Möglichkeit einer türkischen EU-Antritt gemacht hat. Abkommen finde ich überhaupt nicht okay. Und ich finde auch überhaupt nicht okay, wie sie sich am Anfang über die Böhmermann-Affäre geäußert hat. Also aber die Entscheidung. Genau. Mhm. Also das alles finde ich extrem kritisch. Ich bin wirklich keine Angela Merkel-Fan, aber ich glaube, die Entscheidung, das Verfahren zu erlauben, war genau die richtige Entscheidung. Es war die Entscheidung zu sagen, wir sind hier einem Rechtsstaat. Was heißt, in einem Rechtsstaat zu sein? Das Exekutive, die Regierung, öffnet sich nicht für einen Freispruch. Also dieses Gesetz war damals wirklich das Erlaubnis, von einer Regierungschef zu entscheiden, ob es wirklich einen Freispruch und eine Verurteilung gibt. Heute nicht mehr. Und das ist wirklich die Aussprache von Merkel. Das ist nicht mein Job. Mhm. Ich sehe das nicht so. Es ist ja von Erdogan auf zwei Ebenen geklagt worden, privatrechtlich, selbstverständlich. Ja. Da kann er dann klagen und da wird das dem Rechtsstaat überlassen. Und er hat sozusagen sich auf den anderen Paragraphen berufen, auf den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraphen, der eben so konstruiert ist, dass damit solch einer Klage überhaupt stattgegeben wird, zu einem Regierungsentscheid fällen muss. Das heißt, es ist keine Delegation an den Rechtsstaat, sondern es ist in dem Fall, was ja ganz außergewöhnlich ist und damit der Geschichte dieses Paragraphen zu tun hat, ist es tatsächlich so, dass die Regierung entscheiden muss, ob hier ein Rechtsverfahren überhaupt erst seinen Lauf nimmt. Sie hätte genauso gut sagen können, nein, es ist sozusagen, gibt keinen Grund, es gibt die Freiheit der Kunst, die hat hier Priorität, aber wenn er sich beleidigt fühlt, hat er natürlich die Möglichkeit, seine Privatklage einzureichen, die er auch getan hat. Und ich denke, man muss das Ganze jetzt schon sehr sehen in dem ganzen politischen Kontext, was das für eine symbolische Wirkung hat und das eine Signalwirkung hat. Und man kann einfach nicht übersehen, dass das auch die Signalwirkung hat, in der sensiblen Situation im Verhältnis zur Türkei mit den Flüchtlingsabkommen wollen wir jemanden nicht verärgern, auch wenn wir sozusagen sehr kritisch ihm gegenüberstehen mögen. Und das Zweite ist, es hat auch das Signal, sozusagen, dass es durchaus politische Gründe gibt, mit der Freiheit der Kunst schneller Schluss zu machen, als man es vielleicht glaubt.
Aber also ich würde jetzt doch viel eher meiner Vorrednerin zustimmen. Es ist doch eigentlich eine viel geschicktere Weise, weil sie ist A, sagt sie, man muss diesen Paragraphen abschaffen, und B, sagt sie, ich überantworte das den Gerichten, weil das eine furchtbar altertümliche Konstruktion ist, dass überhaupt die Exekutive sich einmischen soll. Aber nicht mein Problem, ich überantworte das Gericht. Nein, aber dann, es ist klar, das ist ja die große Kritik an Frau Merkel, dass es eben sozusagen der Signalwirkung gibt an die Türkei, dass wir da niemanden verärgern wollen. Aber man kann ja gleichzeitig sagen, es gibt eine Signalwirkung auch im Sinne von, bei uns ist es jetzt halt Sache der Gerichte, die bei uns eben frei sind. Und dann muss man ja sagen, es ist natürlich eine unangenehme Situation zunächst mal gewesen für Angela Merkel, aber sie hat sich daraus ja eigentlich mit einem brillanten Doppelschlag befreit. Also sie hat sowohl die Türkei nicht beleidigt, als auch die Sache zurück an ihre Gerichte gegeben, an eine wohl funktionierende Gewaltenteilung in ihrem Staat. Man kann das doch eigentlich als wirklich saubere Lösung sehen. Man könnte es so sehen, wenn, als Philosoph sage ich das jetzt, wenn nicht ein logischer Widerspruch drinnen ist, nämlich der genau darin besteht, ich habe die Möglichkeit als Regierungschefin zu entscheiden, ob jemand nach einem Paragraphen ein Gerichtsverfahren angehängt bekommt, den ich im selben Atemzug eigentlich für überflüssig erkläre. Also wenn ich einen Paragraphen nicht mehr oder ein Gesetz nicht mehr für zeitgemäß halte und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, ob jemand nach diesem nicht zeitgemäßen Gesetz verfolgt wird oder nicht, dann müsste ich ja also wirklich Probleme mit der Logik haben zu sagen. Man kann auch nicht einfach, wenn ein Problem auftaucht, sagt, naja, ich erkläre jetzt den Paragraphen für ungültig und rückwirkend sozusagen. Nein, sie hat gesagt, sie hält ihn für nicht zeitgemäß. Ja? Genau. Aber sie hat die Möglichkeit. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, einen nicht zeitgemäßen Paragraphen gar nicht anwenden, das kennen wir in der Juristerei, totes Recht, ja? Gibt es immer. Aber ja? Sie hat dieses, lassen Sie die Dame Aber für mich gibt es zwei Sachen, die nicht zeitgemäßig sind. Also Les Majestés ist nicht zeitgemäß. Aber dass die Regierung, dass das Exekutive so eine Entscheidung treffen darf, das ist auch nicht zeitgemäß. Und das ist genau, was Merkel gemacht hat. Sie hat gesagt, das Gesetz muss weg. Aber ich entscheide nicht, dass das Gesetz nicht mehr gilt. Das machen wir anders in einer liberalen Demokratie. Und ich entscheide, diese Macht, die das zweite Paragraph mir gibt, will ich nicht benutzen. Es ist nicht mein Job. Sprechen wir darüber, warum das eigentlich so dermaßen... Nur ganz kurz, sie hat die Macht natürlich benutzt. Ja? Wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen A und B zu entscheiden, dann kann ich nicht sagen, ich benütze die Macht nicht, wenn ich mich für A entscheide. Sie hat die Macht genützt, sie musste sie nützen. Gut, ich glaube, wir finden hier keinen Konsens, aber lassen wir uns doch darüber sprechen, warum ist das eigentlich ein so heißes Eisen jetzt geworden? Also auf internationalem Parkett breit diskutiert. Es gibt natürlich in Deutschland einen großen Aufruhr, es gibt den Hashtag nicht meine Kanzlerin. Da haben ganz viele Deutschen sich Luft gemacht und gesagt, sie zeigt sich eigentlich erpressbar. Die New York Times hat am Dienstag geschrieben, es wird das falsche Signal gesendet. Merkel hat sich erpressbar gemacht, New York Times. Und die britische Wochenzeitschrift Spectator hat sogar einen Wettbewerb jetzt ausgeschrieben. Sie sucht nämlich das obszönste Spottgedicht über den türkischen Präsidenten. Man kann 1000 Pfund gewinnen. Wieso diese Aufregung auf internationalem Parkett? Sie haben es ja schon ein bisschen angetönt. Das Ganze fällt in diesen Kontext des sogenannten, ich nenne es jetzt beim Wort, wie Sloterdijk das nennt, der Teufelspakt. Ja. Merkel hat einen Teufelspakt geschlossen. Und vor diesem Hintergrund ist die ganze Sache schwierig. Ist es ein Teufelspakt? Erstmal die EU hat das geschlossen. Also das ist richtig. Man schreibt es immer hier zu. Aber es ist ein Teufelspakt. Deswegen glaube ich, wir führen hier eine Stellvertreterdebatte. Also wir sollten darüber reden, was dieses Abkommen eigentlich heißt. Und ich weiß, es ist nicht das heutige Thema. Aber ich glaube, Leute sind jetzt so sauer deswegen. Also innerhalb... Es ist mir nicht klar, dass Merkel unbedingt diese Entscheidung aus den richtigen Gründen getroffen hat. Ne? Es kann möglich sein, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, weil sie sich unter Druck gesetzt hat. Dass sie in einem anderen Fall das anders entschieden. Aber das Problem ist das Abkommen. Lass mal über das Abkommen reden. Also ich meine jetzt nicht heute, weil es nicht unser Thema ist. Sagen Sie ruhig etwas dazu. Aber nein, ich finde, es ist einfach, es ist eine furchtbare Losung, die eine Verletzung des internationalen Rechts ist. Und die tatsächlich auch
Merkel und die EU unter Druck setzt. Und ich finde auch das ganze Thema von Eröffnung und von Gesprächen über einen Eintritt der Türkei in die EU kommt zu spät. Also da glaube ich zum Beispiel, dass Deutschland auch eine historische Verantwortung hat. Also sie hätte vor 10 Jahren viel öffner gegenüber sein soll. Und ich sage nicht, wenn das passiert wäre, hätten wir heute nicht Erdogan. Also ich spiele jetzt nicht darauf an, dass Merkel im Grunde genommen die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht aufnehmen wollte damals. Genau, als als die Türkei rechtsstaatlich anbetrachtet in einem viel gesünderen Zustand war. Ja, genau. Also und ich meine, klar, dieses wenn wir es nochmal über die Stellvertreterdebatte, das ist ja, glaube ich, eine Debatte, die gerade in Deutschland dann oft sehr moralinsauer geführt wird, also so kommt es mir vor, mit einer gewissen Giftigkeit, weil wir natürlich, ich halte diesen Deal, diesen Menschenhandel oder Teufelspakt, um Herrn Sloterdijk zu zitieren, auch für hochproblematisch, aber was wir im Kern ja doch als Frage haben, ist, wie gehen wir um mit einer weltpolitischen internationalen Lage, in der wir natürlich zusammenarbeiten müssen, vielleicht nicht in dieser Weise, aber in irgendeiner Weise ja schon, mit Regierungen, mit Ländern, mit Regimes, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Und da gibt es natürlich, und ich glaube, das kommt in dieser Spottgedichtgeschichte ja auch recht gut zum Ausdruck, also es gibt natürlich schon auch, also Böhmermann, so richtig lustig war es ja auch nicht. Es hatte ja schon ein bisschen so diesen überheblichen Dünkel, dieses nach unten. Also es ist ja schon sozusagen, also so der Verdacht des Primitiven. Also ich meine, so, hatte so keine selbstironische Note, sondern es wird natürlich aus deutscher Sicht auf sozusagen primitive, nicht dem Stand der deutschen Demokratie entsprechende Regime runtergeschaut. Und natürlich muss man Erdogan kritisieren, aber ich glaube, in dieser Stimmlage ja dann vielleicht doch wiederum auch nicht. Ich glaube, da sind noch einige andere Aspekte ganz wichtig. Das eine ist, ich halte dieses Gedicht und diesen Auftritt für Böhmermann für unsäglich. Wirklich für unsäglich. Ja? Aber nur weil ich jetzt eine Satireversuch für unsäglich halte, kann ich nicht sagen, das darf nicht sein. Dann führen wir doch gleich ehrlicherweise wieder Zensur ein und haben keine Probleme. Das zweite ist, wäre so ein unsägliches Gedicht über Putin oder gar über den nordkoreanischen Diktator zum Besten gegeben worden und hätten die sich aufgeregt, hätten alle gelacht, was die sich einbilden. Ja? Deutschland lässt sich doch nicht vorschreiben, was wir hier für Satire halten von irgendjemandem aus Nordkorea. Wenn der aus Istanbul kommt, sieht die Sache ganz anders aus. Und das hat natürlich genau mit dieser politischen Konstellation zu tun. Wenn Sloterdijk von Teufelspakt spricht, weiß er, wovon er spricht. Was ist ein Teufelspakt? Ich erkaufe mir ein paar Jahre Ruhe und verschreibe dafür meine Seele. Da könnte man drüber nachdenken, wie die sozusagen die Vertragsbedingungen hier tatsächlich sind. Und das Dritte, was ich sagen wollte, wir können doch diese Affäre nicht vollkommen losgelöst sehen von all dem, was seit den Mohammed-Karikaturen, seit Charlie Hebdo auf diesem Gebiet der politische Diskussion über über satirische Aktionen, durch die sich jemand beleidigt gefühlt hat, passiert ist. Mhm. Das wäre doch dann vollkommen scheinheilig. Wenn es einen anderen trifft, sind wir alle je suis Charlie, da sind wir alle solidarisieren uns mit übrigens genauso unsäglichen Karikaturen. Und jetzt, weil es ein bisschen politisch opportun ist, haben wir gar kein Problem damit zu sagen, das darf jetzt nicht sein und überlassen wir das den Gerichten. Sind sich offenbar alle einig, es geht hier um einen Teufelspakt im Hintergrund? Ja, unter Anführungszeichen. Genau, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Also diese Frage muss man ja schon auch sich stellen. Also wir reden doch wieder über die Flüchtlingsfrage. Also es lässt sich nicht voneinander trennen, oder? Ja, das zeigt ja gerade diese ganze Debatte, warum sie so hochkocht. Ja, nein. Also jetzt kurz gesagt, und es ist aber auch keine Verurteilung, Merkel war sehr mutig am Anfang, vielleicht ein bisschen zu mutig, und sie hat ein bisschen zu schnell gemerkt, so geht's nicht und dass sie vielleicht doch in diesen Themen nicht genug Leadership in Europa. Sie hat gehofft, dass sie wieder so wirklich sie könnte ein Vorbild sein, und das ist gescheitert. Hat das nicht geklappt mit dem Moralisierer. Das ist wirklich gescheitert. Und gleichzeitig, hat schon geklappt. Moralisieren klappt immer, das kostet ja nichts. Aber gleichzeitig, wenn es darum geht, dass wir auf EU-Ebene auch, was Ressourcenverteilung angeht, vielleicht das Problem angehen, da sieht Deutschland schwarz. Ne? Es gibt zum Beispiel auf dem Tisch Lösungen. Manche finde ich überhaupt nicht gut, aber es gibt Lösungen, wieder das Thema von Eurobond zum Beispiel zu erwecken, um die zu benutzen, um die Flüchtlingskrise ein bisschen besser zu behandeln. Manche sind schrecklich. Manche haben nur den Zweck, noch mehr Leute draußen zu lassen, aber nicht alle. Und da sind Deutschland wiederum schwarz.
Deswegen. Wenn wir noch einmal zur Frage zurückgehen, macht Satire Politik oder wie macht sie heute Politik, dann ist eigentlich der Verweis auf Charlie Hebdo und auf die ganzen Streitereien um die Mohammed-Karikaturen ganz interessant, weil man heute tatsächlich sieht, Satire spielt natürlich immer stärker diese Trümpfe aus, die sich aus diesen Spannungen zwischen, sagen wir mal, säkularen und eher religiös geprägten Gesellschaften ergeben. Aber das würde ich sagen, also das halte ich auch für nicht unproblematisch. Aber ich bin nicht sicher, ob es jetzt in diesem Fall genau in diese Richtung geht. Weil natürlich ist Erdogan jemand, der sozusagen einen religiösen Islam vertritt und auch das Land religiosisieren will. Aber letztlich geht es ja darum, dass er eben auch sozusagen den Rechtsstaat in gewisser Weise, den demokratischen Rechtsstaat, unterhöhlt hat in den letzten Jahren. Und es geht eher eigentlich, glaube ich, in Richtung Diktatorenschelte als in diese Richtung, die wiederum zu problematisieren auch ist, dass man sich sozusagen in Europa dank seiner säkularen Überheblichkeit gerne über Leute macht, die noch dumpf religiös sind. Also das, klar hat das sozusagen, es ist so ein Kontext, aber ich glaube, es ist da doch noch mal zu unterscheiden. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass die Böhmermann-Geschichte sozusagen jetzt religiöse Gefühle beleidigt. Ja? Nein, das wollte ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Aber es geht darum sozusagen, wie gehen wir mit Satire um, durch die sich jemand beleidigt fühlt. Ja? Erdogan hat sich auf diesen Beleidigungsparagrafen, ich darf ein ausländisches Staatsoberhaupt nicht beleidigen, darum geht es. Ja? Und wessen religiöse Gefühle verletzt sind durch Satire, der fühlt sich auch beleidigt in seiner Religion oder weil sein Gott sozusagen beleidigt worden ist. Aber das philosophisch Interessante oder ästhetisch Interessante ist, ja, das Wesen der Satire besteht mal darin, zu beleidigen. Ja? Also entweder stehe auf den Standpunkt, Satire ist eine Form von Kunstform, zu deren Wesen es gehört, zu beleidigen, dann muss ich das akzeptieren. Oder ich sage, ich darf niemanden beleidigen Satire. Und dann gibt es aber auch keine Satire. Und dann gäbe es sozusagen ja, so ein weder Karikaturen noch ein Kabarett, das ein bisschen schärfer ist, noch hätte ich dann die Möglichkeit, jemanden auf satirische, karikaturhafte Art und Weise jemanden anzugreifen, zu überzeichnen. Die ganzen Politiker-Karikaturen, von denen die Kleinkunst der letzten 30 Jahre gelebt hat, könnte man nur streichen. Ich hätte nichts dagegen. Ich wäre nur für klare Verhältnisse. Ja. Also ich wollte auch noch kurz etwas zur Böhmermann-Affäre sagen. Also wenn die Böhmermann-Affäre dazu führt, dass das Gesetz abgeschafft wird, prima. Es war vielleicht auch eine der Absichten, aber nicht die einzige. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ohne jetzt den Inhalt verurteilen zu wollen, und klar hätte das machen dürfen, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es wirklich einfach ein bisschen schade als europäische Bürgerin, dass es die Aufmerksamkeit von einer viel besseren Satire abgelenkt hat. Ne? Es war eine Reaktion auf diese extra drei Erdogan, die eigentlich richtig, richtig mächtige Satire war. Also einfach das mächtigste Instrument für Satire benutzt hat, nämlich die Wahrheit. Und ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass jetzt einfach... Machen Sie zwei, drei Sätze dazu, wie Sie das genau einbetten? Also Sie spielen jetzt an auf die Vorgeschichte sozusagen. Also es gab zuerst dieses Lied. Es gab dieses Lied und Erdogan hat auf dieses Lied erstmal reagiert. Und damals gab es erstmal keine offizielle Reaktion. Genau, es gab und also dann, schon eine Reklamation. Genau, und dann gab es diese Welle von Böhmermann. Und was es genau war, weiß ich nicht. Ob es eine Art und Weise war, die extra drei Satire zu verteidigen, ob es ein bisschen eine Narzisssache war, das weiß ich nicht. Ob es eine Provokation. Natürlich, aber diese extra drei Lied besteht, also es ist sehr witzig erstmal, aber das ist nur ein Urteil, ich finde es witziger als Böhmermann, aber es besteht nur aus wahren Aussagen. Und das ist das Grandioses darüber. Und es war halt diese ganze Rahmenhandlung, diese dauernde Meta-Ebene, dass man immer wieder gesagt hat, das ist jetzt ein Schmähgedicht, sowas darf man nicht machen. Genau. Und als Beispiel zeige ich jetzt, was man nicht machen darf. Und so weiter. Das war sozusagen der Kniff, um das Ganze Genau, das habe ich jetzt vergessen. Böhmermann ja letztlich nur aus unwahren Aussagen bestand. Genau. Also über Erdogans, alle möglichen Eigenschaften von Erdogan, die so keine Basierung in der Realität haben. Wir sind fast am Ende unseres zweiten Stammtischs angelangt. Wir könnten noch lange darüber weiter diskutieren, aber jetzt ist es Zeit für unsere philosophischen Tipps, die wir jeweils am Ende eines philosophischen Stammtischs abgeben. Frau Newmark, was haben Sie heute mitgebracht? Also ich würde gerne die Phil Cologne vorstellen. Die beginnt am 17. Mai und soweit ich informiert bin, hat jetzt gerade der Kartenvorverkauf auch begonnen in Köln, ein Philosophiefestival, bereits das vierte Jahr hintereinander, was sehr schön ist, sehr breit. Eine ganze Woche lang kann man auf allen möglichen Bühnen Philosophen beim Denken und beim Diskutieren zuschauen zu den jeweils aktuellen Themen, die sie gerade beschäftigen, also zu den aktuellen Bucherscheinungen.
Lambert Wiesing über Luxus oder Hartmut Rosa und Armin Avanesyan über Beschleunigung und Verlangsamung. Also zwei Denker dann auch in den Konflikt bringen, die ganz andere Vorstellungen von Geschwindigkeit haben. Und sehr, sehr schöne Konstellationen, Diskussionskonstellationen, auch ein sehr schönes Kinder- und Jugendprogramm und wirklich einfach eine Gelegenheit, mal Denker sozusagen live und in Farbe und in einem schönen Rahmen beim Denken zuzuschauen. Also Tickets kaufen und hinfahren wäre Ihr Tipp? Herr Liesmann, Sie haben wieder ein Buch mitgebracht, ein dickes Buch diesmal. Ja, ich bin so konventionell und dieses Buch hat durchaus mit unserem heutigen Stammtisch zu tun, denn einiges, was wir hier diskutiert haben, liegt mir wirklich schwer im Magen und anderes muss ich erst verdauen. Und ganz unmetaphorisch gesprochen kann man auch tatsächlich über Verdauung und den Bauch philosophieren. Und ein Kollege von mir, Christian Denker, hat eine sozusagen Philosophie der Verdauung geschrieben. Das Buch trägt den schönen Titel vom Geist des Bauches. Und es ist schon erstaunlich, wie Philosophen von der Antike über das Mittelalter bis zu Kant, Nietzsche und in die Gegenwart immer wieder, ganz unmetaphorisch, diese Frage berührt haben, wie sehr beeinflusst diese innerste Physiologie der Nahrungsaufnahme, des Verdauens, des Ausscheidens tatsächlich auch unser Denken. Also wer mehr von seinem Darm erfahren will, als er mit Charme schon erfahren hat, kann dieses Buch vom Geist des Bauches auch noch lesen. Sie spielen an auf den Bestseller Darm mit Charme von der Frau Enres, der auch in der Schweiz ein großer Verkaufsschlager ist. Aber hier also sozusagen die philosophische Unterfütterung des Ganzen. Oder der Überbau, wie man es will. Oder der Überbau, je nachdem. Frau Ronzoni, was ist Ihr Tipp? Ja, ich muss ehrlich zugestehen, ich habe es mir ein bisschen überlegen müssen. Ich wusste schon, ich will einen philosophischen Blog empfehlen, aber es gibt so viele guten, gerade in dem Feld so Moral und politische Philosophie, das mein Feld ist. Und ich muss auch ehrlich zugestehen, ich hatte eine kleine deliberative Runde mit einigen Kollegen. Und am Ende, es war eine schwierige Entscheidung, aber ich habe mich dafür entschieden, Justice Everywhere. Also das Titel des Blogs kommt aus einem Spruch von Martin Luther King, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Und es geht eigentlich darum, das Gleiche zu machen, was wir heute gemacht haben. Nämlich nicht unbedingt bestimmte Theorien zu popularisieren, sondern die Instrumente der Philosophie zu benutzen, um aktuelle Themen ranzugehen. In eine klare, rigorose Art und Weise, aber auch also relativ zugänglichungsfähig. Es ist von vielen jungen Leuten geschrieben, aus verschiedenen Ländern und akademischen Welten. Das werden Themen behandelt, wie zum Beispiel, sind Finanzmärkte überhaupt Märkte? Oder wie kommt es dazu, dass Wähler gegen ihre eigenen Interessen wählen? Auch ein interessantes Thema für heute. Oder zum Beispiel Tipps für Leute, die zum ersten Mal ein Buch über politische Philosophie lesen wollen. Schreiben Sie selber für den Blog? Nein, eigentlich nicht, aber guter Tipp. Vielleicht über Böhmermann. Ich habe nämlich geguckt, dazu gibt es, glaube ich, da noch nichts. Sollst du mich selbst vorstellen? Panama Papers kommen vor, aber Böhmermann noch nicht. Das könnte man vielleicht noch nachtragen. Ja, das führt vielleicht ganz schön über zu meinem Tipp. Ich habe den neuen Essay von Jan-Werner Müller mitgebracht. Was ist Populismus? Populismus ja ein großes Schlagwort gegenwärtig. Und Jan-Werner Müller, der Politiktheorie in Princeton lehrt, hatte eine Auslegeordnung, auch eine Ideengeschichte des Populismus hier vorgelegt, in konziser Form mit vielen Beispielen. Es ist ja sehr auffallend, dass man im Moment den Populismus rechts wie links als eine ganz große Gefahr für die Demokratie sieht. Er zerfrisst die Demokratie, er unterwandert die Demokratie. Aber es ist auch typisch, dass wir gerne einfach den politischen Feind mal als Populisten abkanzeln und in Verruf bringen. Und deswegen ist es wichtig, sich zu fragen, was ist eigentlich ein Populist oder wer ist kein Populist? So heißt nämlich auch eines der Kapitel in diesem Buch. Und deswegen möchte ich gerne dieses Buch sehr herzlich empfehlen. Ja, wir sind am Ende dieses Stammtischs angelangt. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, um zurückzublicken. Und etwas, was ja vielleicht auffallend ist oder was mir sehr auffällt, wenn wir auf die Debatten blicken, die wir diskutiert haben, dass sich wie eine Frage eigentlich herauszukristallisieren scheint, sowohl in der Böhmermann-Affäre wie bei den Panama Papers, nämlich dieses Verhältnis zwischen nationalstaatlichem Denken und globalem Denken. Und da frage ich mich schon, wie werden wir weiter daran arbeiten, hier am Stammtisch? Aber ganz generell, gibt es da irgendeine Idee Ihrerseits, wie wir da irgendwie weiter in die Diskussion kommen könnten, welche Möglichkeiten es gibt, diese Zugkräfte aufzulösen? Also ich
glaube, dass mittelfristig natürlich an sozusagen transnationalen Konzepten im größeren Stil kein Weg vorbeiführen wird, weil ja nicht nur jetzt diese Finanzprobleme, sondern eine ganze Reihe anderer Probleme von Nationalstaaten einfach nicht bewältigt werden können. Und die große Gefahr ist eben, dass eine Reihe dieser Fragen tatsächlich transnational angegangen werden und eine andere Kategorie von Problemen, nämlich dort, wo es unangenehm ist, wo es vielleicht auch etwas kostet, wo Reibungsflächen, wo Konflikte entstehen können, an die ehemaligen, sagen wir mal ehemaligen Nationalstaaten delegiert werden. Und das halte ich für die größte Gefahr, dass wir nicht denselben Fehler machen wie schon bei der Globalisierung. Wir internationalisieren die Finanzmärkte, aber zum Beispiel eben nicht das Steuerrecht. Wir könnten vielleicht dann, ich meine, das ist dieser nicht ganz ernsthafte Vorschlag von Peter Sloterdijk, dass wir eigentlich die Steuern ganz abschaffen sollten und einfach jeder spendet. Gewisse reiche Menschen spenden ja gerne. Also dass sich jeder so wie diese globale Elite, diese Superreichen, die sowieso in keinem Nationalstaat sich mehr verankern, sondern herumjetten in der Welt, als Weltbürger versteht und dann aber auch als Weltbürger spendet und zwar da, wo er es gut für gut befindet. Das ist ein sehr liberaler, sehr absurder Vorschlag in gewisser Weise. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt Satire Ihrerseits oder meinen Sie das ernst? Das ist auch durchaus Sloterdijk meint das nicht richtig ernst, aber letztlich eine gewisse Form des Weltbürgertums kann man da dann doch beobachten. Und vielleicht gibt es da einen Ansatz, auch wenn man das erstmal kritisiert, doch mal weiterzudenken, wie wir uns selber auch als Teil von globalen Gemeinschaften verstehen und nicht nur nationalen. Frau Ronzoni guckt schon ganz besorgt. Nee, nicht unbedingt. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe eigentlich nichts Neues zu sagen. Also für mich ist das Sprichwort Demokratie, dass Politik auf globaler Ebene oder supranationaler Ebene unvermeidbar ist, ist mir klar. Was wir noch nicht wissen, praktisch, aber auch theoretisch nicht, ist, wie wir das demokratisieren. Wie wir genug demokratische Kontrolle und genug demokratische Partizipation an dieser Ebene haben können. Für mich ist das die Herausforderung Nummer eins. Was ohne geht's nicht. Ja, und damit lasse ich es gut bleiben. Der Dichter, jetzt habe ich ihn schon zum Philosophen gemacht. Der Dichter Wilhelm Busch hat mal gesagt, der Philosoph ist wie ein Hausbesitzer, er hat dauernd Reparaturen. So geht es uns auch ein bisschen als Philosophen. Die Probleme gehen uns nicht aus, wir bleiben dran. Ich freue mich schon auf die nächste Debatte an diesem Tisch. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitdiskutieren. Danke. Ja, den nächsten philosophischen Stammtisch gibt es am 12. Juni. Die Themen werden wir wiederum ein paar Tage vorher bekannt geben und wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Fragen, Ihre Ideen dazu schicken. Nächste Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Stefan Klapproth mit einem Thema, über das wir uns alle ereifern können. Die Bürokratie. Zu Gast ist der berühmte Anthropologe David Graeber, der nicht nur die Bürokratie, sondern am liebsten auch gleich den Staat abschaffen würde. Und jetzt gleich geht es in der Sternstunde Kunst nach Köln zu Familie Böhm, eine Dynastie von Architekten, die in dritter Generation zeichnet und baut, früher Kirchen, heute Moscheen und Museen. Und die vor allem auch eines ist, nämlich eine ganz normale Familie. Schauen Sie rein und genießen Sie den Sonntag.